Keine Sau unterwegs. So, was hat man mittlerweile jetzt im Auto liegen? So, Mundschutz. Ja, der schützt jetzt nicht die anderen, aber der schützt mich, dass ich mir nicht irgendwo ins Gesicht rumfummel. Das ist ja das Wichtigste an der Sache. Ja, so ein Teil ist mittlerweile auch in meiner Hand. Ist echt zum Kotzen, wirklich. Ach, noch was, für alle, die sich wundern, warum wir jetzt gerade hier in diesem Format filmen, weil viele haben auch dieses mittlerweile gewollt, weil die mit dem Handy gucken. Und für uns geht's schneller, weil wir können mal eben schnell mit dem Handy ein Video drehen. Gewesen, ein paar Klamotten für meine Senioren abholen. Da ist erstmal eine Stunde Wartezeit, weil alle 2-3 Meter Abstand halten und die Menschenmenge wirklich echt bis zur Straße runter ging, dass du bis auf der Straße gewartet hast. Und es gibt natürlich wieder diese Menschen, die einfach trotzdem husten und trotzdem niesen und irgendwie Mobbingsgeschenk kriegen. Ja Leute, so ist das. Nichts los, ein paar Autos und dann war's schon. Mega Rotze, ey. Und die hier rumfahren, die sind jetzt, glaube ich, einfach nur die zur Arbeit fahren oder irgendwie abkommen. Ne? Und da drüben ist die Spezie, die nicht zählen kann. 2 Personen, keine 3. Ja, jetzt ist gleich Stream angesagt. Ich bin gerade kurz davor, bin gerade schon angekommen, habe schon mal Systeme so ein bisschen hochgefahren und dann geht's gleich los. Mein Tag sieht irgendwie immer gleich aus: Aufstehen, frühstücken, bisschen Freetime, wo du ja nicht wirklich viel machen kannst. Und dann fahre ich dann meistens so um 12:30 Uhr los, dann, wenn ich hier in der Stream-Location bin, zum Streamen. Und das mache ich dann bis nachts. Mehr habe ich gerade nicht mehr. Irgendwie ist alles genommen worden. Irgendwie finde ich, ist uns alles gerade genommen worden. Aber eigentlich zum Guten, damit wir diese scheiß Situation alle überstehen und irgendwie gut über die Bühne bringen. Ja, mir fehlt echt viel, finde ich. Mir fehlt irgendwie mein Leben. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass mein Leben ein bisschen entnommen wurde. Und dass du viele Sachen, die du sonst für selbstverständlich gehalten hast, weg sind. Also ganz viele Dinge, die so vorher selbstverständlich waren. Mal eben kurz ins Einkaufscenter fahren. Mal irgendwo kurz da mal eben einen Döner knabbern oder da mal einen Freund irgendwie besuchen, ist alles weg. Martin sehe ich nicht mehr, Chris sehe ich nicht mehr, Familie sehe ich gerade gar nicht. Also mein Vater und Tanten, Cousins, alle selber in Eigenquarantäne. Alle, die ich kenne, sind auf Kurzarbeit oder arbeiten nicht mehr. Alle hängen nur noch zu Hause rum. Das ist echt scheiße. Naja, mal gucken, wie es weitergeht. Thank you.
heute ist mal wieder so ein Tag, wo du überhaupt nicht weißt, was du machen sollst. Kleine Runde noch spazieren gegangen. Jetzt ein bisschen abchillen. Und dann noch mal aufräumen. Echt spannende Tage, laut Corona. Man hat echt so viel zu machen. Gar nichts. Jo, ich bin jetzt heute einkaufen. Heute bin ich mal eine Runde bei Lidl. Es ist super überfüllt hier. Es ist richtig überfüllt. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich brauche, bis ich da irgendwie auch nur annähernd dran komme. Es ist echt mega heavy. Also hier sind auch die meisten mit Mundschutz heute unterwegs. Also der ganze Parkplatz ist nur halb so voll mittlerweile normalerweise. So, bin ich mal gespannt, wie lange ich einkaufen muss. Ich will nur ein bisschen was holen. Alter Scheiße. So, ich habe Einkaufen abgesagt, weil die Schlange ist so lang, die steht einmal um die Kurve. Es ist echt total irre. Man kann sich nicht anstellen, es sind zu viele Menschen. Nach einer Stunde Wartezeit habe ich dann echt aufgegeben. Ich zeige euch mal die Seite, wo die Leute alle stehen. Also die stehen da bis zum Rand und das ist die komplette Länge. Die stehen einmal um eine Kurve. Grunde bis vorne zum Eingang stehen die Leute. Und ich stand jetzt eine Stunde. Jo, sitze jetzt wieder im Auto. Ich habe absolut keine Chance einzukaufen zu gehen. Eine Stunde Wartezeit ist eindeutig eine Stunde zu viel. Und drin ist entsprechend, es dürfen immer nur ungefähr 20 Leute rein. Und wenn du die 20 Leute dann hast, dann müssen die erst noch zahlen. Und dann wird nach und nach ausgetauscht. Dann wird von jedem wird noch der Wagen noch sauber gemacht, der Einkaufswagen, der wird desinfiziert. Da kommt es nicht rein. Scheiße. Ja, die drehen so am Rad, Alter, weil wir haben wegen Feiertag, wegen Freitag haben die wirklich alle Angst, dass nichts mehr zu fressen gibt. So, nächste Supermarkt. Ja, wie gesagt, bin bei Lidl, ne? Und dann verstorben sind. In Italien dagegen werden alle Verstorbenen auf Corona getestet und falls das Ergebnis positiv ist, mitgezählt. Problem, ein Corona-Test nach dem Tod ist nicht unbedingt zuverlässig. Stand heute Morgen sind in NRW 255 Menschen nach einer Corona-Infektion gestorben. Ihre Fragen zu Corona können Sie per Mail an unser Expertenteam schicken unter coronavirus@wdr.de. Scheiße, Alter. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen, sonnig und warm, Wolken ziehen erst gegen Abend wieder auf, später... Jo, grüße euch, ich war gerade beim Hautarzt. Ich habe hier irgendwie so einen scheiß Rotzepickel. Der hat sich irgendwie entzündet. Jetzt habe ich da so eine Teersalbe drauf. Deswegen sieht das jetzt so rot aus. Habe keinen auf Fresse gekriegt. Es ist einfach nur so eine schwarze Scheißcreme, die stinkt wie Teer. Ich glaube, das ist auch Teer. Und ja, so kann ich jetzt heute rumrennen und morgen. Was ein Scheiß.